Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge, Gen Sim World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Ich habe ja gestern in der Community angekündigt, dass es wieder ein Fortsetzungsszenario geben wird, und ich habe das ja kürzlich in der Community abstimmen lassen. 96% waren dafür, dass es so etwas mal wieder geben soll. Und ja. Genau deswegen mache ich das heute. Wir fahren den ICE 527 von Essen Hauptbahnhof über verschiedene Bahnhöfe, über alle, über die wir fahren können, die uns dieses Spiel bereitstellt. Fahren wir bis nach München Hauptbahnhof und schauen wir mal, wie weit wir im ersten Teil fahren. Es ist 7 Uhr morgens, eine Viertel vor 7. Wir haben gleich Ausfahrt und ja, schauen wir mal, über welche Bahnhöfe wir alles fahren, bis wir dann in München ankommen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Route habe ich gelegt, Türen sind geöffnet, Zug ist aufgerüstet. Wir brauchen eigentlich nur noch darauf zu warten, dass wir abfahren können, machen ein schickes Foto und werden dann, wie gesagt, gleich abfahren. Wir haben grün, das heißt, wir können eigentlich die Türen schließen und uns dann auf dem Weg machen. Erstmal Richtung Duisburg. Und dann schauen wir mal, wie weit wir fahren, wo wir dann als nächstes hinfahren. Ich würde sagen, los geht's. Uns befreien. Das heißt, wir können auch aufschalten, zumindest bis auf 100. Oder gehen wir erstmal auf 60. 60 ist hier vorangekündigt. Wunderschön. Wunderschön. Den Zug musste ich spawnen, weil es den leider kann man den nicht offiziell. Jetzt kackt meine Stimme ab, weil wir den nicht offiziell auf dieser Strecke fahren können. Aber ja, dem ist dann halt so. Man kann es leider nicht ändern. RE. So, 160. So, und wie gesagt, ab Duisburg werden wir da mal schauen. Da werde ich dann über den DB-Navigator mal schauen, über welche Bahnhöfe wir dann noch spielmäßig dann überhaupt noch in der Lage sind zu fahren. Ja. So, 130.
Oh, wir haben Rot. Das ist jetzt blöd. Das heißt, wir müssen eigentlich runter auf mindestens mal 80. Rote Signal gleich überhaupt noch da ist. So, ist das jetzt das gelbe Vorsignal oder? Ne, das gilt für das andere Gleis. Ja, wir scheinen grün zu haben, dann können wir eigentlich wieder aufschalten. Würde ich sagen, oder? Tun wir das. Zumindest mal auf 100. Auf 100. Ach, was kommt denn da? Das sieht doch nach einem IC aus. Sehr schön. Mit Steuerwagen? Nein, ohne. Und wir haben ja wieder mal rot. Warten wir erstmal ab, ob sich das noch verändert. Sich verändert, aber wir haben ja natürlich nach wie vor, ja, wir dürfen wieder schneller fahren. Tun wir das? 150 gleich sogar. Das rote Signal hat sich aufgelöst. Da fährt ein Güterzug. Und wir sind gleich schon in Duisburg. 6, irgendwas Kilometer noch, 6,6. Wie gesagt, dann schauen wir mal, wo es dann als nächstes weitergeht. Köln dürfte dann eigentlich als nächstes kommen. Duisburg, Düsseldorf haben wir ja leider nicht. Da schauen wir gleich mal. Köln würde dann logischerweise sein, dass wir dann Aachen, Aachen über Aachen fährt ja natürlich nicht. Ja, ich schaue gleich mal. Das Vorsignal. Schon mal runter auf 120.
fahren wir mit unserem ICE 527 von Essen Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof und so weiter bis nach München Hauptbahnhof. So, hier dürfen wir wahrscheinlich quittieren. Dem ist so. So, dann haben wir es gleich geschafft, unser erstes Etappenziel erreicht. Duisburg Hauptbahnhof. So, da wären wir wieder. Einfahrt Duisburg Hauptbahnhof. Gleis 2, wunderschön. Wunderschön. So, damit hätten wir das erste Ziel erreicht. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Ihr hört es auf jeden Fall dann. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, beziehungsweise ihr hört mich gleich wieder. In unserem ICE 527 von Essen nach München Hauptbahnhof. Bis gleich. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trainsteam World 5, der Danny Spittes, beziehungsweise diese Folge geht ja weiter. Und zwar fahren wir jetzt mit unserem ICE 527 in Köln-Messe-Deutz ein, denn das ist der nächste Halt. Eigentlich wäre Düsseldorf der nächste Halt gewesen, aber das können wir ja leider nicht simulieren, weil uns die Strecke fehlt, beziehungsweise der Bahnhof. Also fahren wir in Köln-Messe-Deutz ein. Der ist eigentlich auch nicht offiziell vorhanden in diesem Spiel, aber man kann ja tricksen, ihr kennt das. Und ja, das ist jetzt unser nächster Halt, Köln-Messe-Deutz. Dann fahren wir über Köln Hauptbahnhof weiter, über Frankfurt. Das wäre dann der nächste Bahnhof, an dem wir fahren. Genau, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir fahren jetzt, wie gesagt, erstmal Köln-Messe-Deutz an und lösen hier die Bremse und dann werden wir gleich in Köln-Messe-Deutz anhalten. Wunderbar. So.
Also laut DB-Navi. Hä, welches? Da war doch gar kein rotes Signal. Ach nee, Leute. Das ist doch scheiße. Da machen wir es anders. Da machen wir es anders. Das war das rote Signal, habe ich jetzt. Ey, da war doch kein rotes Signal, oder? Ihr könnt das euch das gerne mal im Video ansehen. Ich habe da jetzt kein rotes Signal gesehen, aber egal, lassen wir das. Dann gehen wir halt nach Köln. Dann gehen wir halt. Ne, wir gehen direkt auf die Strecke Frankfurt, weil Köln macht jetzt eigentlich auch wenig Sinn. Wir gehen direkt auf die Kinzigtalbahn. Genau. Wir gehen direkt auf die Kinzigtalbahn, würde ich sagen. Wir gehen direkt auf die Kinzigtalbahn. Müssen wir den Zug spawnen? Genau. Wir fahren nämlich laut DW Navigator über Frankfurt am Main Fernbahnhof Frankfurt Flughafen nach Aschaffenburg. Genau, dann würde ich sagen, Würzburg, ja, Nürnberg. Wir können ja. Dann fahren wir jetzt von Hanau nach Frankfurt. Dann gehen wir auf die Strecke Maintalbahn oder Main-Spessart-Bahn nach Aschaffenburg. Dann auf die Strecke Kassel-Würzburg, fahren nach Würzburg. Ja, und dann hinterher auf die Strecke. Genau, das machen wir jetzt. Hanau. Genau. So, weiter geht's. Hatte gerade eine kleine Unterbrechung. Also wir fahren von Hanau jetzt erstmal nach Frankfurt, würde ich sagen. Genau. Muss mal eben schauen. Genau. Ja, das passt hier so ungefähr. Das passt hier so ungefähr von der Zeit her. Ja. Gut, dann machen wir das so. Sorry für das bisschen hin und her hier und diesem. Aber ich habe das rote Signal in Messe-Deutz echt nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. Es mag da gewesen sein, mit Sicherheit, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Egal. Lassen wir das. So, wir sind hier. Frankfurt ist dann hier, genau. Das heißt, wir stehen eigentlich schon richtig. Ja, dann würde ich sagen, spawnen wir hier unseren Zug hin. Und machen uns dann auf den Weg nach Frankfurt mit unserem ICE 527. So. Zack. Zack und zack. Da haben wir ihn. Schließen die Türe. So, setzen uns dann. Geht der Aufrüstvorgang los. Zack und zack und zack und zack. Zack. Zugsicherungssysteme. Wir müssen die Route noch festlegen. Und zwar Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ja, sieht doch gut aus. Wir haben grün, können die Tür noch öffnen, sowieso das nächste Hauptsignal noch rot. So, dann können wir noch ein bisschen Fahrgäste einsteigen lassen. So, ich würde sagen, dann schließen wir mal die Türen und
machen uns dann so langsam auf den Weg nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wo wir das nächste Signal noch rot haben. Aber naja, vielleicht können wir da ja gleich was bewegen. So, das nächste Signal ist grün, damit können wir aufschalten. Zumindest auf 40. Denn wir haben eine Beeinflussung. Die sich aber hoffentlich gleich erledigen wird. Nach wie vor, na, jetzt können wir immerhin schon mal auf 60 aufschalten. Fahren wir gleich über Offenbach. Was kommt denn da? Sieht nach einem RE aus. Ist auch einer. Dann erreichen wir gleich Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wie gesagt, man kann das nicht so hundertprozentig nachsimulieren, wegen fehlender Streckenteile natürlich. Deswegen versuche ich das so gut wie möglich zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch. So, es scheint sich aber wettermäßig hier so ein bisschen ins Schlechte zu bewegen. Zumindest wird es irgendwie diesig. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt auf dem Weg nach München noch Regen bekommen.
Ja, ICE1, wunderschön. Ich glaube, das war sogar der 30 Jahre ICE, wenn mich da nicht alles täuscht, oder der GTO. Ich meine, da hätte ich im letzten Moment noch die Aufschrift gesehen. Könnt euch das natürlich im Video ansehen. Ihr könnt auf Pause drücken und dann könnt ihr da mal schauen, ob das richtig ist, was ich da gesehen habe. Oh, wir haben ein gelbes Vorsignal. Sollten wir mal runtergehen mit der Geschwindigkeit. So. Haben wir kurz vor Offenbach anscheinend noch irgendwo rot, während hier ein Güterzug wartet. Mit einer Vectron vorne dran, in rot. Ach, ein Flieger und wir haben grün. Können wir eigentlich wieder aufschalten, würde ich sagen. Oder auch nicht, da kommt das nächste gelbe Vorsignal. Dann lassen wir das. Das dürfte Offenbach sein. Ja. So. Es tut mir leid, dass ich immer mal wieder Unterbrechung habe. Es ist hier gerade ein bisschen stressig alles. Ja. So, wir durchfahren jetzt Offenburg. Sagen wir, auf 110 können wir, glaube ich, erstmal wieder aufschalten. Oder auch nicht. Da haben wir das nächste gelbe Vorsignal. Dann hat sich das Thema auch schon wieder erledigt. So, ich wollte mal ganz kurz jemanden glücklich machen, der hier Offenbach mag. Genau. Genau, ich wollte mal kurz jemanden glücklich machen. Entschuldigt mal gerade. So, weiter geht's. So, können wir jetzt endlich mal ein bisschen aufschalten hier. Sie
Also irgendjemand ist uns hier am Blockieren. Wir haben dauernd gelbe Vorsignale. Das ist wirklich nicht schön. Jetzt hat sich's wieder erledigt. Das stört den ganzen Spielfluss, ehrlich, das ist doch widerlich. Rot. Und dann werden wir hier mal halten. Und schau mal, warum, weshalb, wieso. Ich HP 0 haben. Ich denke, weil unser Gleis besetzt ist. Wann hat der denn vor, hier weiterzufahren? Gar nicht anscheinend. Dann werden wir den mal entfernen. Genau. Weil es sah zumindest nicht so aus, als ob der hier weiterfährt. So, dann haben wir noch 2,6 Kilometer bis Frankfurt.
50. Dann geht es jetzt noch mal rechts rum. Und dann fahren wir gleich in den Bahnhof ein. Unserem ICE 527 auf dem Weg von Essen Hauptbahnhof über Duisburg, Düsseldorf, Köln, Messe Deutz, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof und schließlich München Hauptbahnhof. Wunderschön, wunderschön. Da die Skyline von Frankfurt, einfach immer wieder ein Traum. Ach, seht mal, welche Lok da wieder steht. Ihr kennt sie. Ah, sehr schön. So, Gleis 10 werden wir anhalten. Während wir hier links noch an einem, beziehungsweise ja, links an einer Doppeltraktion BR218 vorbeifahren. Dann fahren wir schön in den Kopfbahnhof rein. So, dann öffnen wir rechts die Türen, richtig? Ja, sehr schön. Damit wären wir hier in Frankfurt angekommen. Nächste Station wäre jetzt Main-Spessart-Bahn oder die Main-Teilbahn, das könnt ihr euch aussuchen. Aschaffenburg Hauptbahnhof würden wir dann anfahren. Dann würden wir auf die Strecke Kassel-Würzburg gehen und nach Würzburg fahren. Und zum Schluss dann natürlich auch die Strecke München-Augsburg. Genau, von Augsburg dann nach München. Das soll es erstmal soweit gewesen sein von mir mit diesem Video. Folge 2 bzw. Teil 2 seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, macht's gut, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dedingspieters, haut rein. Ciao, servus und tschüss.